Am Anfang war das Wort. Am Anfang vom Anfang aber war das Bild. Unsere Vorfahren pinselten ihre Heldentaten noch auf Höhlenwände. Mit der Erzählung in Bildern war es spätestens vorbei, als der Herr seine Gesetzestafeln vom Himmel warf. Dem Vernehmen nach nicht mal illustriert. Fortan also schrieb der Mensch, wenn er was zu erzählen hatte. Kulturen, die weiterhin darauf bestanden, ihre Geschichten in Bildern zu erzählen, verschwanden bald von der Bildfläche. Fügsam beschränkte sich das Abendland auf Illustrationen neben dem Text. Ein Gnadenakt für Mindergebildete. Erst ein paar Jahrhunderte später tauchten die ersten Comicstrips in amerikanischen Zeitungen auf. Prompt warnten Kulturpäpste vor dem Rückfall in die Steinzeit. Ganz Unrecht hatten sie nicht. Der junge Comic gab sich anspruchslos. Kaum mehr als ein gezeichneter Groschenroman. Tiefsinniger waren da schon Superman und Co., die Heft für Heft die Welt retteten. Der vielen Superhelden müde, wollten einige Zeichner bald eigene, ambitioniertere Geschichten erzählen. Will Eisner machte den Anfang. Und der Comic wurde erwachsen. Eisners Kurzgeschichtensammlung »Ein Vertrag mit Gott« erschien 1978. Mit dem Hinweis Graphic Novel wollte er sich abheben von der schnelllebigen Massenware Comic. Bei ihm gab es keine sprechenden Enten oder maskierten Superhelden, stattdessen kleine Geschichten von einfachen Leuten. In der ersten Story hadert ein Rabbi mit seinem Schöpfer und kündigt ihm den Vertrag auf. Doch der Himmel lässt nicht mit sich handeln. Mit Art Spiegelmans Holocaust-Parabel Maus oder dem Bestseller Persepolis gewann die Graphic Novel rasch neue Leser. Längst hat sich auch in Deutschland eine lebendige Comic-Szene etabliert. Einer ihrer Stars ist der Berliner Zeichner Reinhard Kleist. Früher war es halt wirklich immer so, du hast halt Comics gesucht und dann geht man halt so in den dunklen Comicladen. Und irgendwo in den Buchhandlungen gab es so ein finsteres, unaufgeräumtes Regal, da waren halt so die Comics drin. Und jetzt gibt es halt tatsächlich Bücher, die schaffen es auch mal nach vorne zu kommen auf den Bestseller-Tisch. Wie Kleist das heutige Kuba erlebte, davon erzählt sein Reisetagebuch Havanna. In Bildern selbstverständlich. Der Reportageband war jedoch nur der Auftakt für ein ungleich umfangreicheres Werk. Die Comicbiografie Castro illustriert Fidels Weg vom feurigen Revoluzzer zum weltfremden Greis. Der Comic fügt dem Ganzen natürlich noch so eine ganz spezielle Note über den Stil und über die Art zu erzählen hinzu. Bei einer Videokamera ist es natürlich immer so, man ist mal sehr direkt. Und es hat auch immer gleich den Anspruch, das ist jetzt die Wahrheit. So ist es in Wirklichkeit. Und in einem Comic weiß man schon eigentlich so, das ist jetzt noch mal gefiltert durch einen Zeichner. Ein Comic als politisches Dokumedium? Ja, auch das gibt es. Joe Sacco beispielsweise nennt sich einen zeichnenden Journalisten. Sein Report aus dem Bosnienkrieg berichtet davon, wie aus Nachbarn Todfeinde wurden. Die Hamburger Künstlerin Isabel Kreitz widmet sich mit Vorliebe Historischem. In filmisch anmutenden Bildsequenzen, von uns nur leicht animiert, hat sie das Vorkriegs-Hannover wieder auferstehen lassen. Das düstere Jagdrevier des Serienmörders Fritz Herrmann. Ihre Zeichnungen sind beklemmender als mancher Horrorfilm. Der Film war für mich immer mehr ausschlaggebend als Inspirationsquelle, als Comics von Kollegen oder Bücher. Das ist aber ein persönlicher Manierismus, den ich so verfolge, dass ich versuche, möglichst wenig Hindernisse in die Bilder zu legen in Form von Textkästen oder irgendwelchen Geräuschwörtern etc. Also ich versuche wirklich, das Bild wirken zu lassen und den Text nur dann einzusetzen, wenn er wirklich nötig ist, um das Bild zu erklären.
Wie komplex eine Graphic Novel sein kann, beweist Logic Comics, ein intellektuell kitzelnder Comic-Roman über den englischen Philosophen Bertrand Russell. Der zerstörte mit seinem Russellschen Paradox beinahe die Grundlagen der Mathematik und entkam dem Labyrinth der Logik nur mit größter Mühe. Wer wissen will, warum Russell fast ein ganzes Leben brauchte, um zu beweisen, dass 1 plus 1 gleich 2 ist, der kämpfe sich durch die Principia Mathematica oder lese Comic. Der Trend zu Erzählungen, Bildern ist sicher nicht der schlechteste. Er hält immerhin schon seit ein paar Jahrtausenden an.